freue mich sehr. Schönen Abend wünsche ich allen. Und ich habe zuallererst eine Frage. Wie viele von euch empfinden denn gelegentlich oder regelmäßig Stress? Mal Hand hoch. So, und alle, die jetzt die Hand hoch haben, gucken, mal oben lassen. Schauen sich mal um, wer die Hand nicht hoch hat und den in der Pause fragen, wie er das schafft, dass er so gechillt ist. Ja? Also mal gucken, einige, aber Stress ist hier durchaus an der Tagesordnung. Wunderbar. Dann bitte ein Gedanken mal. Fühlt euch mal oder stellt euch mal eine Situation vor oder erinnert euch an eine Situation, wo ihr so richtig Stress habt. Gibt es eine Situation oder eine Person, wo ihr merkt, immer dann kriege ich wirklich Puls und ich rege mich auf. Denkt mal an eine Situation. Müsst ihr nicht verraten, keine Angst. Nur mal kurz dran denken. Habt ihr, ne? Und wenn ihr an diese Situation denkt, dann möchte ich jetzt mal wissen, wie fühlt ihr euch? Wenn ihr an diesen Stress denkt, wie fühlt ihr euch? Schmeißt mir mal entgegen. Was gibt es da für Gefühle? Laut! Wer hat's gesagt? Laut! Ich kacke. Ja, danke. Was gibt's noch für Gefühle? Genervt. Was? Pickel. Pickel. Genervt. Was? Angespannt, aggressiv. Und die nächste Frage ist, was denkt ihr denn in dem Moment? Und jetzt dürft ihr ehrlich sein, wir sind unter uns. Was Arschloch. Denkt ihr? Arschloch. Ich will weg. Wie kann man nur? Genau. Also ihr kennt es alle, ne? Wunderbar. Vielen Dank für die Offenheit. Ja, was unser persönliches Stressempfinden beeinflusst und wie wir vielleicht gelassener werden können, das möchte ich euch gerne hier in diesen kurzen 10 Minuten vorstellen. Was nämlich am meisten unseren Stress beeinflusst, ist unsere persönliche Wahrnehmung. Wir alle, wie wir hier sitzen, sind ja geprägt durch unsere Erziehung, durch unsere Erfahrungen, die wir so im Laufe unseres Lebens gemacht haben und vor allen Dingen die, die wir im Kindheitsalter gemacht haben. Die haben sich so richtig schön in uns drin abgespeichert mit allen Gefühlen und Gedanken und die durften wir hier auch gerade schon hören, die wir da eben so empfunden haben. So, soweit so gut. Aber das Problem ist, aus dieser subjektiven Wahrnehmung wird leider ganz oft, und zwar in Millisekunden, eine Bewertung. Und aus dieser Bewertung entsteht ganz oft und ganz schnell eine Beurteilung. Und aus dieser Beurteilung wird leider auch ganz oft eine Verurteilung. Und ein kleines Beispiel. Wenn jetzt jemand von euch hier, was ich nicht hoffe, in seiner Kindheit ein negatives, prägendes Erlebnis hatte mit einer großen blonden Lehrerin in der Grundschule und ich komme jetzt hier auf diese Bühne, bin groß, blond und will euch was vermitteln, dann hat derjenige erstmal Puls, weil sofort die Gefühle und Gedanken aus der Kindheit hochkommen und derjenige lehnt sich zurück und denkt, oh, das ist Frau Müller aus der 1a, die war immer so gemein zu mir, ich mag die da vorne nicht. Ich war neulich in einem Seminar und ich habe eins gegeben und in der ersten Pause kam eine Teilnehmerin zu mir und sagt, Frau Becker, ich muss Ihnen unbedingt was sagen. Als ich hier heute Morgen reinkam, da ging es mir richtig schlecht, weil als ich sie gesehen habe, ich muss Ihnen leider sagen, Sie sehen aus wie die Scheidungsanwältin meines Mannes. Diese arme Frau saß 1,5 Stunden in meinem Seminar, hatte Bauchschmerzen und ich musste mich echt anstrengen, dass sie begriff, ich bin Christina Becker und will ihr nichts Böses. Das geht ganz schnell. Ein anderes Beispiel. Was habe ich noch für ein Beispiel? Wenn ihr so geprägt seid wie ich, also ich bin von meinen Eltern sehr im besten Wissen und Gewissen mit Normen und Werten verpackt worden und ich habe immer gehört, Kind, wer Tattoos hat, ich bin ja, also ne, damals war das noch nicht so Mode, der ist entweder bei der Marine oder, wer kennt es? Oder kriminell, genau. So, und wenn ihr auch so geprägt seid und ich würde jetzt hier heute stehen mit ganz vielen Tattoos, ja, und du hättest diese Prägung und sitzt in der ersten Reihe, na Halleluja, dann hätte er im Zweifel Puls, weil er denkt so, bei der Marine ist sie nicht, sie ist ja hier. Ich wäre mal lieber in die letzte Reihe gegangen, ne? Da wäre ich vielleicht sicherer, die ist mir nicht so geheuer. Das passiert natürlich nicht bewusst, ne? Das sind wirklich diese Muster, auf die wir dann zurückgreifen. Und sowas passiert uns jeden Tag. Mal ganz, ganz ehrlich, wie oft rutscht ihr am Tag in diese Bewertungsschlaufe? Ihr geht über die Straße, seht jemand, hier, wir sehen hier ganz viele neue Menschen, die wir nicht kennen, seht jemand und denkt, interessanter Kleidungsstil. Eine Nummer größer wäre auch nicht verkehrt gewesen, ne? Na, du hast doch deinen Führerschein bestimmt auch gewonnen, oder? Einparken, das üben wir nochmal. Kommt euch bekannt vor, ne? Ich könnte euch jetzt hier alle fragen, ich könnte sagen, was ist denn für dich blau? Beschreib mir mal blau. Robert, was ist denn blau? Was ist denn blau? Was ist denn blau? Beschreibt mir doch mal alle blau. Und ihr würdet alle zuerst denken so, was ist mit der nicht richtig? Ist doch wohl klar, was blau ist. Und wir hätten hier, ich weiß nicht, wie viele wir jetzt sind, sage ich mal so 30, 40 unterschiedliche Blaus.
Und wie oft im Alltag streiten wir uns, ja? Ich würde jetzt sagen, also Robert, wirklich, das ist doch kein Blau, das ist doch Türkis. Und Robert würde sagen, ey, Christina, guckst du nicht richtig? Das ist doch kein Türkis, das ist Blau. Was du da hast, ist nicht Blau. Und dann würde jemand von hinten sagen, also wisst ihr beide, habt doch Tomaten auf den Augen. Das ist beides nicht Blau, mein Blau ist Blau. Guck mal, allein ich habe hier witzigerweise, es war nicht geplant, so viel Blaues an mir dran, ja? Und wie oft haben wir Stress, weil ich will, dass mein Blau richtig ist. Aber welches Blau ist richtig? Jedes Blau ist richtig. Weil es mein individuelles Blau ist. Und ich darf es nicht beurteilen, ob jetzt dein Blau ist. Weil Blau ist nicht gleich Blau. Und was unsere Wahrnehmung auch noch ganz stark beeinflusst, ist die Tatsache, mit welchem Sinn wir die Welt wahrnehmen. Seid ihr eher der visuelle Typ, der die Welt mit den Augen wahrnimmt, oder eher der auditive Typ, der die Welt mit den Ohren wahrnimmt, oder vielleicht der Kinesthet, der die Welt eher über die Körper, übers Körpergefühl wahrnimmt? Wir alle sind Mischtypen. Ja, und ihr könnt euch selber so ein bisschen analysieren, indem ihr euch mal zuhört, wenn ihr redet. Der Auditive, der wird eher so Sachen sagen, oh, das klingt aber gut, das hört sich ja gut an. Und im Stress wird er sagen, ey, ich kann es nicht mehr hören, ich kann es nicht mehr hören, ich mache meine Ohren jetzt zu. Der Visuelle wird sagen, oh, das sieht aber schön aus, das schaue ich mir total gerne an. Und im Stress wird er sagen, ich mache jetzt die Augen zu, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr sehen. Und der Kinesthet, der wird sagen, oh, ich fühle das, ich spüre das. Es fühlt sich richtig gut an. Und im Stress wird er sagen, ich kann es nicht mehr ertragen. Ich kriege Bauchschmerzen. Und da könnt ihr nur selber mal so gucken, welcher Typ ihr seid. Wir sind alles Mischtypen, aber keiner nimmt die Welt genauso wahr wie ihr. Meine Mutter, ich liebe sie, ja, ist total visuell. Also da passt wirklich der Ohrring zur Haarfarbe und die Haarfarbe zum Schnürsenkel und so weiter. Mein Vater ist total auditiv. Ich habe so ein Bild als Kind, da sitzt er im Wohnzimmer mit solchen Kopfhörern. Die sind ja jetzt wieder modern, aber damals, ne, das waren Riesendinger. Und sie sind zum Glück quicklebendig und sind viel unterwegs und reisen viel. Und meine Mutter wird dann so Sachen sagen wie, oh, schau mal, Sepp, das Sonnenblumenfeld, schau dir diese Sonnenblumen an. Sind die nicht schön? Sehen die nicht toll aus? Und er reagiert einfach nicht. Er reagiert nicht. Und wer hat den Stress? Meine Mutter! Die pumpt wie ein Maikäfer und sagt, das wäre typisch. Es wäre typisch, dass du das nicht siehst. Hast du was auf den Augen? Das kann doch nicht sein. Das sieht man doch. Und wie oft denkt ihr im Alltag, sag mal, das sieht man doch, oder? Das hört man doch, dass der Kran da laut draußen ist oder jetzt gerade ruhig. Ne? Man spürt doch, dass es hier warm ist. Und euer Gegenüber sagt, ich weiß gar nicht, was du willst. Also mir ist nicht warm. Ne? Also ich höre das auch nicht. Ich habe keine Ahnung, wo dein Problem ist. Wer hat den Stress? Wir haben den Stress. Mein Vater würde eher sagen, wenn er dieses Sonnenblumenfeld wahrnimmt, würde er sagen, horch mal, die Hummeln, hörst du, wie sie summen? Und meine Mutter würde sagen, was für Hummeln, ich sehe keine. So, und so ist es jeden Tag und so geht es auch euch. Es gibt hier in Berlin, wer aus Berlin kommt, wer kommt aus Berlin von euch? Ja, die meisten. Es gibt hier in Berlin ein wunderschönes Kino, wenn es hoffentlich bald wieder aufmacht, das ist die Astor Lounge. Da gehe ich super gerne hin. Und zwar nicht nur, weil es dort tolle Hocker gibt und man ganz gemütlich da chillen kann, sondern da gibt es keine Nachos und kein Popcorn. Weil ich kriege wirklich Puls, wenn ich ins Kino gehe und ich sehe schon, das geht ja auch so, ne? Ich sehe schon, da kommt jemand vor mir, neben mir, hinter mir mit so einer Popcorn-Tüte, da kriege ich Puls. Da bin ich wirklich gestresst. Und dann sitze ich da und will den Film gucken und kann mich überhaupt nicht konzentrieren, weil ich immer nur dieses Ruschel, 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 Ruschel. Und ich denke, bewerte, wie unhöflich. Das ist ja wohl ignorant, dass der jetzt hier so einen Krach macht. Wir wollen noch den Film gucken. Und nach dem Film gehe ich raus, vollkommen genervt, und sage zu meiner Begleitung, ey, dieses Popcorn, ne? Das hat mich so genervt. Ich konnte mich gar nicht auf den Film konzentrieren. Und meine Freundin sagt, was für ein Popcorn. Also, wenn auch ihr ab sofort etwas gelassener mit euch selbst und mit eurer Umwelt umgehen wollt, fragt euch immer, nehme ich wahr? Oder bewerte ich, weil den Stress habt ihr. Und nimmt mein Gegenüber mit dem gleichen Sinn wahr und merkt euch immer eins, Blau ist nicht gleich Blau. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen, entspannten Abend. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Applaus